Los jetzt, Armin Laschet, blass mich um. So, Kerasab, Oberstmark, Event mit seiner Frau Elisabeth, die schrie Hurra, Victoria, Oberste Preußen, Gloria. Laschet! Ich liebe es, dass die Grünen mittlerweile sogar Wahlkampf machen an den, auf dem CDU-CSU-Bundestagswahlkampf-Tag. Ne? Ich weiß nicht, wie die den Laschet da untergejubelt haben. Ich habe was sehr Lustiges gelesen. Warte ganz kurz. Ich guck mal. Wo ist es denn? Hier. Um CDU zu schwächen, politische Gegner hängen Laschet-Plakate auf. Oh, als ich das gelesen habe, musste ich wirklich viel zu viel lachen. Und auch beim zweiten Mal jetzt nicht enttäuschend. Ne? Ziemlich alt. Ja, ist natürlich. 16. August, das ist wirklich ziemlich alt, muss man sagen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, 36 Tage, das ist unsere Zielmarke. Und in den kommenden 36 Tagen werden wir dafür kämpfen, dass die Union am 26. September stärkste Kraft wird. Und es ist ein gutes Signal, dass wir heute hier und überall in Deutschland. Gibt es eigentlich sinnvolle große InfluencerInnen, die sich mit Politik beschäftigen und nicht für Rot-Rot-Grün sind? Du hast dir doch die Frage selber beantwortet, oder? Sinnvoll? Sich mit Politik beschäftigen? Nicht für Rot-Rot-Grün sein? Starten mit den Besuchen an den Haustüren und dass wir zusammen sind. Ich danke Angela Merkel, der Bundeskanzlerin. Markus Söder hat das zu Recht beschrieben. Das waren stürmische 16 Jahre. Es waren große Weltkrisen, die wir zu. Ich glaube, wir müssen uns soundtechnisch noch ein bisschen vorbereiten für die Rede. Sehr gut, das brauchen wir. Bits, Bruder, Bits. Sehr gut, das wird benötigt. Bitte nicht. Bitte nicht. Doch, wir gucken jetzt, Lasche, das ist gut für uns. Der blamiert sich, das ist gut für uns. Macht euch keine Gedanken. Doch, doch, doch. Mein Vater war Bergmann. So, kurzer Check. Sehr gut, wir sind vorbereitet. Jetzt können wir Armin Laschet reden hören. ...zu bewältigen hatten. Und wir sind froh, dass in dieser Zeit Angela Merkel Bundeskanzlerin war. Ich habe gewusst, dass ich es brauchen werde. Danke für all dein Engagement und deine Worte am heutigen Tag. Und ich danke auch Markus Söder, dass er hier ist. Wir haben schon mal unterschiedliche Meinungen gehabt, wir haben gerungen. Aber die Wahlsiege der letzten 70 Jahre
waren immer nur möglich, wenn CDU und CSU eng beieinander waren. Und du hast heute noch einmal deutlich gemacht, Dankeschön für das Subgift, was deine Ideen sind, die die CSU einbringen wird in eine künftige Bundesregierung. Und ich bin sicher, wir werden zusammen in den nächsten Jahren vieles für Deutschland bewegen, eine starke CDU und eine starke CSU. Und deshalb danke, dass du heute hier in Berlin noch mit Monat, dabei damit bist. Damit 2017 sich nicht wiederholt. Inhaltlich Armin aber schon selbst Sorgen, Lul. Habe ich natürlich keine Ahnung, was du willst oder was die CSU will. Bitte nicht. Aber das spielt auch keine Rolle. Lieber Markus, danke, dass du hier bist. Und wir arbeiten zusammen an einem starken Deutschland. Und dann haben wir unsere Freunde überall im Land erlebt. Jetzt gerade Silvia Breer, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, eine couragierte Frau in Niedersachsen, junge Mutter, die die Probleme der Familien kennt. Friedrich Merz im Sauerland, ein Finanz- und Wirtschaftspolitiker, nach dem sich andere Parteien sehnen würden. Wir haben Alexander Dobrindt, Ralf Brinkhaus erlebt. Wir haben eine Menge Leute, die in den nächsten Wochen zeigen, wir als Union sind die große Volkspartei in Deutschland. Wir wollen die Wahl gewinnen mit allen, die dazugehören, den Christlich-Sozialen, den Liberalen und den Konservativen in unserer Partei. Stell dir vor, du bist als Bundeskanzlerkandidat eines der stärksten, wirtschaftlich stärksten und stabilsten europäischen, ja weltweiten Ländern und betonst deine christlich-religiöse Stellung im Wahlkampf, während in Afghanistan eine religiös motivierte Terrortruppe das Land übernimmt. Die Kirche hat schon viel für uns getan. Und deswegen, auch mit mir, wollen wir mal so reinlassen. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen christliche Wertevorstellungen vielleicht noch so in der Grundethik mit reinlassen. Aber das kriegen wir auch ganz gut ohne die Kirche und ohne dieses Christliche dahin. Ne? Vielleicht auch mal. Ne? Und nun haben wir erlebt. Bitte nicht. Das hier übrigens, ne? Volkspartei in Deutschland. Wir wollen die Wahl gewinnen mit allen, die dazugehören, den Christlich-Sozialen, den Liberalen und den Konservativen in uns. Das ist übrigens, wenn diese drei Adjektive in der Twitter-Biografie stehen, blocke ich die Leute, weil es meistens Nazis sind. Und das ist jetzt noch nicht mal gelogen. So, wenn du liberal, christlich-sozial und konservativ in deiner Twitter-Biografie drinstehen hast, dann sind die rechts außen. So, das ist jetzt noch nicht mal irgendwie aus dem Arsch gezogen oder so. Das ist einfach fucking, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, wisst ihr, wovon ich spreche. Das ist fucking Real Talk. Ne? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Unserer Partei. Und nun haben wir erlebt, dass dieser Wahlkampf anders verläuft, als das vielleicht Strategen planen. Corona. Yo, Taliban gleich CDU ist ein Bild. Ich habe nicht gesagt, Taliban ist gleich CDU. Du hast es noch nicht verstanden. Armin, was ich sagen wollte ist... 3,33 €. Die sind ja auch konservativ. Diese, Dings da, Afghanistan, wie heißen die? Wenn du das verstanden hast, dann tut mir das leid. Aber ich glaube, ich bin sehr deutlich gewesen in meiner Formulierung, dass ich damit keinen direkten Vergleich zwischen der CDU und der Taliban ziehen wollte. Jegliche Vergleiche mit Terrororganisationen sind völlig unangebracht. Ne, du kannst die Taliban mit nichts anderem vergleichen, weil sie alleinstehend schrecklich genug ist. Genauso wie man die Nazis nicht vergleichen kann mit irgendwelchen Stalinisten oder Bolschewiken oder was auch immer. Kannst du nicht. Die sind alleinstehend schon schlimm genug. Was ich sagen wollte, ist, dass wir bei der Taliban in Afghanistan sehen, zu was Religion und religiös motivierte politische Direktiven führen können. Und dass wir vielleicht in einem modernen Deutschland die Religion ein bisschen weiter hinten anstellen sollten. Ne? Das wollte ich damit sagen.
hat uns anderthalb Jahre im Bann gehabt. Schwierige Entscheidungen, für die es kein Lehrbuch gab. Zumal natürlich das Ganze auch einfach ein Witz ist für alle Christinnen da draußen. Ne? Wenn du dich wirklich an christliche Wertevorstellungen hältst, dann ist sowas wie Menschen in Afghanistan verrecken lassen, weil man ein zweites 2015 befürchtet, absolut nicht vereinbar mit deiner Religion. Das geht nicht. So, das ist... geht nicht, klappt nicht. Und in der Tat haben wir tausende Leben gerettet und dieses Land mühsam genug durch diese Krise gebracht. Jetzt sind wir dabei, das Impfen voranzubringen. Und dass Menschen, wenn es ums Leben geht, um Gesundheit geht, dieses eine Thema interessiert. Und dass sie keine Lust haben, alle Wahlprogramme bis ins Letzte zu lesen, bitte für nicht. Themen, die wir für wichtig erachten könnten, sondern dass sie da von uns eine Antwort erwartet haben, war richtig. Und das Zweite war die Flut. Ja, das schmeißt dann einfach alles einmal durcheinander. Natürlich hatte ich eine Wahlkampftour in Süddeutschland geplant. Aber wenn ein solches Ereignis ein Land ergreift, dann muss ein Regierungschef bei den Menschen sein. Dann muss er vor Ort sein. Und deshalb ist der Wahlkampf zweitrangig. Erst das Land und dann die Partei. Anonymous spendet 3,33 €. Hat noch wer Bullshit-Bingo-Zettel? 2021 Laschet-Edition. Meine sind schon voll. Mein Bullshit-Meter ist auch schon auf Anschlag. Du kannst ich habe Angst, da der noch immer 30 Minuten reden will, oder gibt es noch eine Musiknummer und eine Tanzeinlage? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Vengaboys kommen noch und treten direkt danach auf. Also, der hat natürlich inhaltlich recht mit dem, was er sagt, hat er aber nicht der gemacht. Mensch, wer hätte das gedacht? Laschet lieber. Das war unser Ansatz. Und jetzt merken wir, dass viele Menschen eine Antwort haben. Was sagen wir denn zur Situation in Afghanistan? Gerade am heutigen Tag. Also ich verspreche euch, hier wird sich jetzt aber ordentlich widersprochen. Laschet ist ja jemand, der 3 Tage 4 Meinungen. Laschet könnte ein richtig guter Just Chatting Streamer auf Twitch werden. So, das ist wirklich, also Laschet, aber das Problem ist, dass eben Staatsmedien, also ich nenne es jetzt mal Staatsmedien, dass Medien an sich genauer hinhören als Twitch-ZuschauerInnen. Ne? Denn die kiffen meistens und haben Battlefield auf dem Erstbildschirm, während der Just Chatting Stream auf dem zweiten Bildschirm läuft und man nur so ein bisschen zuhört. Ne? Das passiert auf Twitch. Deswegen können sich Just Chatting StreamerInnen auch positionieren und alle 5 Stunden ihre Meinung ändern. Ne? Das ist kein Problem. Aber als PolitikerIn sollte man das vielleicht. Zerstand spendet 3,33 €. Dass die Flut den Armin so hindert, ist wirklich schade. Der arme Mann tut mir echt leid. Wieder schreckliche Bilder. Menschen, die verzweifelt versuchen... Ich kiff nicht meistens, ich kiff immer. Freshie63. Absolut weirdester Flex des Tages. Wer mit Marihuana-Konsum flext, ne, dem ist nicht zu helfen. In die Flugzeuge, an den Flughafen heranzukommen. Wir haben heute von Hilfsorganisationen gehört, dass sie gesagt haben, wir sind ja gar nicht erkennbar, wir kommen nicht einmal bis zum Flughafen. Ich hatte einen super wilden Take gelesen, warte mal. Gucken, ob ich den noch finde. Ich hoffe, ich finde den noch. Da, 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 da. Wo ist es denn? Ich hoffe, ich finde den noch. Oh, wo ist er denn hier? Jetzt hab ich den Namen vergessen. I forgot the name. Ich hab den Namen vergessen. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat er sowas geschrieben wie... Ja... Kann ich mehr hören, wie die Leute alle auf der Bundeswehr rumhacken, weil sie versucht haben, da in gefährlichen Einsätzen Menschenleben zu retten. Was stimmt? Man sollte aufhören, die zu kritisieren wegen der einen Maschine, die nur mit 7 Leuten gestartet sind. Genau, stopp. Alles richtig.
SoldatInnen riskieren derzeit ihr Leben, um da Menschen zu retten. Das ist absolut korrekt. SoldatInnen leisten einen heftigen Beitrag zur Menschenlebenrettung in Afghanistan derzeit. Das steht außer Frage. Ich stelle auch nicht in Frage, dass SoldatInnen da freiwillig in den Auslandseinsatz nach Afghanistan geflogen sind, um da 20 Jahre lang rumzuballern. Das sind politische Entscheidungen und SoldatInnen sind leider Marionetten. Das sind Bauern auf dem Schachfeld. Die kannst du für ihre politische Gesinnung verantwortlich machen und für Dinge, die sie sagen, aber nicht für Entscheidungen, die viel, viel weiter oben getroffen werden. Dennoch sollte man niemals aufhören zu kritisieren, wenn da Regierungen entschließen, dass da eine riesige Maschine hinfährt und 7 Menschen in einem 90% leeren riesigen Flugzeug nach Hause bringen, während sich andere Menschen verzweifelt an die Maschinen klammern, um dann in den Tod zu stürzen. Die Amerikaner senden Ihnen, ihren Organisationen, auf das Handy Green Cards, damit sie den Flughafen erreichen. Und ich erwarte auch von unserem Außenminister, dass er sich jetzt etwas einfallen lässt und erfindungsreicher jetzt den Menschen vor Ort hilft. Es komplett konträr zu dem, was er die letzten Tage gesagt hat. Ne? Wir erinnern uns nur an, wir müssen aufpassen, dass sich 2015 nicht wiederholt. Ne? Ist eine Situation, in der Ortskräfte auf uns gesetzt haben. Sie haben sich eingesetzt für die Bundeswehr und für die Freiheit. Sie haben unsere Solidarität verdient und deshalb... Wo war denn die Solidarität von dir in den letzten Tagen, Herr Laschet? Die Bundeswehr ist im Einsatz, unsere Soldatinnen und Soldaten sind im Einsatz. Sie haben unsere Rückendeckung verdient. Jeder, der das Land verlassen kann, ist jemand, der es in hohem Maße verdient hat. Ich zeige euch jetzt mal, was das, warum er sowas sagt, ne? Also, Heiko Maas ist unser Außenminister. Und Heiko Maas gehört, wie man hier sieht, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands an. Das ist die SPD. Es geht ihm nicht darum, Menschen zu retten, Solidarität zu zeigen den Menschen, die uns geholfen haben. Ihm geht es darum, Brechmittel verabreichend vorhersehbar gegen andere PolitikerInnen zu schießen. Das ist der Grund. Armin Laschet NetzDG. Und dafür setzen wir uns ein. Und das Zweite... Einen Scheiß setzt ihr euch für irgendwas ein da. Ihr habt abgelehnt, dass Menschen da geholfen wird. Ihr habt es abgelehnt. 2 Mal. Im April der Antrag der Linken, im Juni der Antrag der Grünen. Ihr habt es abgelehnt, weil... Und jetzt kommt die Erklärung von Norbert Röttgen. Entscheidungen nicht im Parlament getroffen werden. Kann man sich jetzt fragen, Mensch, werden Entscheidungen nicht doch im Parlament getroffen, innerhalb einer parlamentarischen Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland? Aber Norbert Röttgen sieht das ein bisschen anders. Und Norbert Röttgen ist noch einer der Konservativen mit Seele, würde ich ihn mal nennen. Also jemand, der, mit dem ich zwar nicht übereinstimme in seinen Punkten, aber wo ich sage, okay, der Mann ist ein Mensch. Ja. Wo war denn die Solidarität und der Einsatz? Wir haben ein gemäßigter Konservativer, ja. Angeboten, Frauen, die die ersten Opfer der Taliban werden, Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, Künstlerinnen, auch denen die Möglichkeit zu geben, ins Ausland zu reisen, in die sicheren Häfen in der Welt zu gehen. Und deshalb fragen mich manchmal in diesen Tagen Journalisten, ja, fordern Sie jetzt den... Röttgen hat zumindest auch Ahnung von Außenpolitik. Norbert Röttgen hat zumindest auch Ahnung von Außenpolitik und das sagst du, nachdem ich dir gerade gesagt habe, dass er gesagt hat, dass Entscheidungen in einer parlamentarischen Demokratie nicht im Parlament getroffen werden? Norbert Röttgen hat öffentlich vergessen, dass er öffentlich ist.
Selbstverständlich werden Regierungsentscheidungen im Parlament getroffen. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Oppositionsparteien sind gewählt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber auch Parteien in der Opposition sind dorthin gewählt worden. Die Regierungsbildung, die hat mit dem parlamentarischen, demokratischen System erst in einem Schritt weiter irgendwas zu tun. Es muss sich eine Regierung bilden. Aber grundsätzlich sind alle Parteien, die gewählt worden sind und die 5%-Hürde überschritten haben, parlamentarisch gewählte Demokratin. Rücktritt des Außenministers. Ich sage nein. Während eines Einsatzes von Soldaten macht man nicht solche parteipolitischen Spiele. Aber eines ist klar. Es kann kein weiter so in der Außen- und Sicherheitspolitik geben. Wir haben gelernt aus dieser Krise, das muss aufgearbeitet werden und dann muss das in Zukunft besser gemacht werden. Das ist unsere Botschaft, für die wir antreten. Und deshalb jetzt nicht, aber wir werden über den Tag sprechen, was in Zukunft anders laufen muss. Und wir das muss ich nochmal hören, weil es halt kompletter Schwachsinn gewesen ist. In der Außen- und Sicherheitspolitik geben. Wir haben gelernt aus dieser Krise, das muss aufgearbeitet werden und dann muss das in Zukunft besser gemacht werden. Das ist unsere Botschaft, für die wir antreten. Und deshalb jetzt nicht, aber wir werden über den Tag sprechen, was in Zukunft anders laufen muss. Armin, wir haben die letzten 16 Jahre regiert. Ja, wirklich? Ja, Also das ist ja wirklich. Und wir haben ein Beispiel dafür. Wir haben ein gutes Beispiel dafür. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben erlebt den Anschlag auf die Olympischen Spiele in München 1972. Okay, er holt jetzt weit aus. Die Polizei war damals nicht vorbereitet auf eine solche terroristische Herausforderung. Jetzt kommt jetzt gleich noch die Gründung der GSG 9 oder was? Gehen wir jetzt ein bisschen in die Polizeigeschichte oder? Und hat dann einen Einsatz erlebt, der viele Menschen das Leben gekostet hat. 5. September 1972, 26. September 1972 ist beschlossen worden, wir gründen die GSG 9. Wir stellen uns sicherheitspolitisch neu auf und man hat aus der Krise gelernt. Und 5 Jahre später hat diese GSG 9 Wie kannst du das wissen, wenn du das Video nicht gesehen hast? Ganz ehrlich, Böhmermann-Tweet. Ich habe, Böhmermann hat, glaube ich, vor ein paar Tagen getweetet, Gänsehaut bei der GSG 9 Gründung oder so. Das, deshalb. Herausragende Experten eines Kommandos, Deutsche aus der entführten Lufthansa-Maschine in Landshut befreit. 5 Jahre später nach dem Beschluss, das Ganze umzusetzen. Und deswegen haben wir uns entschlossen als CDU, dass wir für zukünftige Klimakatastrophen die GSG 10 gründen. Eine schwer bewaffnete Sondereinheit der Polizei, die sich mit aller Entschlossenheit gegen das Klima stellt. Und deshalb müssen wir jetzt alles tun, in Zukunft stärker zu sein. Wir müssen als Europäer auch in der Lage sein können, einen Flughafen wie den Flughafen in Kabul zu sichern. Wir müssen uns jetzt... Das wären wir. So, das wären wir. Wir sind im NATO-Bund, mein Freund. Mit all unseren Partnern in Europa zusammensetzen und die Mittel zusammenlegen und den Anspruch zu haben, solche Sicherheitsleistungen demnächst auch alleine, auch wenn die Amerikaner einmal nicht da sind, für unsere Staatsbürger zu sichern. Ich übersetze das mal für Leute, die das vielleicht nicht so ganz verstehen. Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung. Wir brauchen militärische Aufrüstung. Das ist die Übersetzung. Das ist eine Konsequenz aus dem, was wir in diesen Tagen erleben. Und deshalb sage ich, dazu ist der Nationale Sicherheitsrat erforderlich, dass die Informationen gebündelt werden. Dazu ist mehr Europa erforderlich.
Und mehr Europa bedeutet, dass wir, wenn wir etwas verabreden, das dann auch... Nee, eigentlich nicht. Na, selbstverständlich heißt das militärische Aufrüstung. Die GSG 9 darf nur innerhalb der Bundesrepublik tätig sein. Die GSG 9 darf gar nicht in Afghanistan auftreten. Einhalten. Wenn wir wollen, dass wir gemeinsame Rüstungsprojekte haben, wenn wir wollen, irgend dass... Irgend so ein Typ spendet 3,33 €. Die neue GSG 10 bewaffnet mit 2,600 PS Dieselmotoren pro Beamter. Auf in die Zukunft, sofern es noch eine gibt. Bitte nicht. Wir eine Drohne einsetzen zum Schutz unserer Soldaten. Wenn die europäisch verabredet ist, dann werden wir nicht akzeptieren... Auch die Bundespolizei ist auch im Ausland aktiv, aber die GSG 9 ist doch nur unter ganz speziellen Konditionen im Ausland, ne? Also da braucht es doch einige Genehmigungen, ne? Dass die im Ausland tätig sein dürfen. Botschaftsschutz zum Beispiel. Aber eine Botschaft ist ja Bundesrepublik Deutschland, da wo die Botschaft steht. Dass SPD und Grüne das danach im Deutschen Bundestag in tausenden Parteiversammlungen bei tausenden Demonstrationen wieder in Frage stellen und stören. Klarheit heißt, Beschlüsse verfassen und sie dann auch durchsetzen, wenn es in Deutschland auch mal schwieriger wird. Ah, sehr gut. Wir haben direkt eine Quelle. Aufgabe im Ausland. Gemäß § 8 Absatz 2 Bundespolizeigesetz kann die Bundespolizei zur Rettung von Personen im Ausland eingesetzt werden. Neben dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr kann somit auch die GSG 9 zur Rettung von Menschenleben im Ausland befugt sein. Die jeweiligen Zuständigkeitsgrenzen sind durch die Ministerien klar definiert. Von den Medien spektakulär in Szene gesetzt wurde die Evakuierung der Geiseln aus Ägypten im Jahr 2008. Eine internationale Reisegruppe in der... Okay. 2019 für die Schiffsentführung von Somalia und von dem... Also ist noch nicht so häufig vorgekommen. Ebenso führt die GSG 9 weltweit im Falle von Entführungslagen deutscher Staatsangehöriger im Ausland Beratertätigkeiten durch. Zuletzt war sie im Zuge dessen 2017 auf den Philippinen tätig. Okay, es passiert also... Ist aber, ich glaube, man könnte fast sagen, dass es nicht die Norm ist, dass im Ausland für solche Einsätze die GSG 9 eingesetzt wird. Normalerweise nimmt man da die KSK oder Bundeswehreinheiten, aber es ist dennoch möglich. Ne? Das sind schwere Mandate. Das Mama, kann nur eine Fraktion zerreißen. Dass dieser verlogene Birne Kanzler wird. 16 Jahre zu dir haben gereicht. Ich will nicht mehr. Ich auch nicht. Aber ich frage mich, ist eine Fraktion wie die Grünen beispielsweise regierungsfähig, wer beim letzten Afghanistan-Mandat im März 2021 14 Abgeordnete dafür stimmen, 32 dagegen stimmen, 14 sich enthalten, unter anderem Frau Baerbock. Es gibt keine Enthaltung, wenn es um die Interessen von Soldatinnen und Soldatinnen geht. Ja, dann sag das doch mal den Menschen, die dagegen gestimmt haben, OrtshelferInnen zu retten und mit denen du jetzt große Koalitionskacke machen möchtest. Die FDP hat sich nämlich sowohl im April als auch im Juni komplett enthalten. Was ist denn da? Wo ist denn da die Linie? Man darf dich nicht enthalten. So, jetzt wollen wir mal erstmal gucken hier. CDU stimmt bei Misstrauensvotum in Thüringen nicht gegen Höcke. Keine klare Haltung gegen rechts. Scheint so, als hätte man sich da enthalten, oder? Was whatabout, Jan 12? Immer die Waschperlen aus dem Glas. Hat nichts mit Whataboutism zu tun. Whataboutism ist auch nicht immer schlecht. In dem Fall geht es um eine Glaubwürdigkeit einer Aussage. Und wenn du selber Dinge tust,
dann kannst du sie nicht bei anderen auf diese Art und Weise missbräuchlich verwenden. Entweder ja oder nein, aber nicht. Man darf hier niemals über irgendwelche rhetorischen Stilmittel sprechen oder so. Das Wort Argument, das Wort Dunning-Kruger, mittlerweile sogar wie Whataboutism und so, das wird ja alles, das wird ja einfach nur noch missbraucht hier. Das wird ja einfach nur noch am laufenden Band. Kontext, das Schlimmste. Oh, Ida Kontext, Loser, das spende faktisch Kontext. Ach du Scheiße. Cent. Ich hab ja echt nen Saumagen und ertrage viel. Aber beim Laschet muss ich links und rechts kotzen. Enthaltung. Und wenn wir den Grünen gefolgt wären, wäre der Einsatz schon im März wahrscheinlich in diesem Chaos gelandet. Und deshalb erwarten wir von jedem potenziellen Koalitionspartner, dass er eine klare Orientierung in der Außen- und Sicherheitspolitik für unser Land hat. Und dazu gehört auch, wenn man in der NATO etwas verabredet, dass man sich danach daran hält. Wenn wir von allen anderen Ländern erwarten, dass sie unsere Sicherheit garantieren, wenn alle sagen, wir wollen 2% aufbringen, um unsere Streitkräfte so auszurüsten, wie das in der NATO verabredet ist, dann darf man sich nicht davon verabschieden. In diesem Wahlkampf wollen SPD und Grüne Abstand nehmen von diesem Ziel. Ja, er will, dass die Grünen und die Linken, ne, die SPD, nicht so wirklich, aber, also die Linken wollen sich ja komplett von der NATO verabschieden, die Grünen wollen das 2%-Ziel nicht erfüllen, was ich gut finde. Die SPD, ihr wisst ja, wie das mit der SPD ist, ne? Kommt immer darauf an, mit wem man in der Regierung ist. Ich halte das hier für ziemlich schwierig, denn anscheinend kennt Armin Laschet Punkte aus den anderen Parteiprogrammen besser als das eigene Wahlprogramm. Das ist aber, ne, kann man jetzt gut finden oder schlecht. Wie soll denn der Einsatz der Bundeswehr gelingen? Wer zahlt denn die Transall-Maschinen, die im Moment vor Ort sind? Wer zahlt denn die Hubschrauber, die deutsche Staatsbürger im Moment rausholen? Man kann nicht immer große Sprüche machen, aber dann, wenn es unangenehm ist, sich aus dem Staub machen. Die NATO hat unsere Unterstützung, wir leisten unseren Beitrag und wir wissen, dass wir uns auch auf andere verlassen können. Und deshalb, hier erwarte ich in den nächsten 36 Tagen von denen, die in Deutschland Verantwortung übernehmen wollen, dass sie aufhören mit diesem geht nicht, diesem Bedenken tragen. Wir müssen zur Sicherheit Deutschlands in dieser instabilen Welt unseren Beitrag leisten und dafür sind wir bereit. Mit diesem geht nicht, diesem Bedenken tragen. Wir müssen zur Sicherheit Deutschlands in dieser instabilen Welt unseren Beitrag leisten und dafür sind wir bereit. Am 8. Mai 1945 ist der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell beendet worden. Der Tag gilt als Tag der Befreiung in Deutschland vom Nationalsozialismus. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz den Abakus rausholen. -1945 76. Ist Deutschland jetzt seit 76 Jahren kriegsfrei und relativ stabil? Das wären ja 912 Morde. Ja. Man kann natürlich auch Angst schüren und sagen, wir leben in einer instabilen Welt. Das stimmt, aber leider nicht für Europa. Ne? Also glücklicherweise nicht für Europa. Spende 3,33 €. Ist doch kein Wunder, dass ich die anderen Wahlprogramme besser kenne als das der CDU. Weil das besteht ja seit Adenauer aus zwei Worten. Keine Experimente.
heute einen Franzosen beim Einkaufen getroffen. So weit sind wir schon. Ich war heute mit dem Engländer hier, im Aldi. Einem Engländer! Aber dieses Verfahren, diese Methodik kenne ich aus Nordrhein-Westfalen. Bei der inneren Sicherheit ist der Vorgang nicht viel anders als bei der äußeren Sicherheit. Wir haben die Kölner Silvesternacht erlebt, wir haben Anis Amri erlebt, ein Gefährder mit 13 Identitäten, der quer durch Deutschland gereist ist und am Ende einen schrecklichen Terroranschlag begangen hat. Man hat uns damals erklärt, als wir in der Opposition waren, Gefährder kann man nicht abschieben. Der hat ja noch nichts getan. Der ist ja nur ein Gefährder. Okay, er hat... Das ist jetzt eine sehr wilde Brücke. Terroristische Bezüge. Okay, er hat 13 Identitäten. Okay, wir haben Hinweise, dass er eventuell einen Terroranschlag verüben könnte. Aber das reicht nicht, um ihn abzuschieben. Wir haben 2017 die Regierung übernommen und wir haben inzwischen mehrere Top-Gefährder des Landes verwiesen. Wer Terror in unserem Land üben will, hat hier nichts verloren. Und dann muss man jedes Rechtsmittel nutzen, ihn außer Landes zu bringen. Und der ist jetzt der Meinung, dass wenn man also quasi den Müll aus seinem Kinderzimmer einfach in den Flur kehrt, dass der Müll dann weg ist? Oder wie? Oder geht es da wieder um Steuergelder? Ist ja die strafrechtliche Verfolgung von potenziellen TerroristInnen. Nordrhein-Westfalen spendet 3,33 Euro. Richte Armin etwas von mir aus. Er möge sich ficken gehen. Er spricht hier natürlich ein real existierendes Problem an. Ich glaube, dass der Verfassungsschutz in vielen Fällen keine gute Arbeit leistet, ne? Und das ist völlig egal, ob die Gefahr, und ich sage nicht, dass die Gefahren gleich groß sind, ich sage nur, dass die Richtung, aus der die Gefahr kommt, egal ist. Ja, man tut auf allen Seiten nichts Gutes dafür. Und da muss man anpacken. So, wir müssen die Leute, die unsere Verfassung, die die Sicherheit innerhalb Deutschlands gefährden, früher ausfindig machen und dann sicherheitsverwahren. Bei TerroristInnen aus dem Ausland mag das nämlich mit dem Abschieben funktionieren. Aber davon verhinderst du Hanau nicht. Ja? Und das Gleiche gilt bei der Clankriminalität. Also Clankriminalität benutzt man auch schon gar nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, dass Clankriminalität ein Wort ist, das medial einfach so breit getreten ist und dafür sorgt, dass sehr, 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 sehr viele Menschen mit ähnlich klingenden Nachnamen schwere Probleme haben. Diskriminierungsprobleme, Vorverurteilungsprobleme, Stigmatisierungsprobleme, ein nicht zu vernachlässigendes Problem. Also Clankriminalität, ne? Sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, das zu verhindern. Organisierte Kriminalität nennt man das. Ja, organisierte Kriminalität mit familienähnlichen Strukturen. So ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung mittlerweile. Ja. Und eben nicht Clan-Kriminalität. Herr Wegner hat es angesprochen. 30 Jahre hat man gesagt, ja, das hat sich so festgesetzt, da kann man nichts dran ändern. So ist halt die Lage. Verfestigte Strukturen, teilweise rechtsfreie Räume, Paralleljustiz, da kann man nichts dran machen. Wir haben gesagt, wir wollen das ändern. Übrigens von vielen, die hier friedlich leben, die zugewandert sind, ermutigt, die uns gesagt haben, räumt mal mit diesen Typen auf. Anonymous spendet 3,33 Euro. Er nennt Clankriminalität Köln und Amiri. Redet aber nicht über Solingen, Hanau, NSU und so weiter.
Bitte wählt den nicht. Ja. Die bedrohen auch unsere Sicherheit. Und deshalb kann man ein liberales, weltoffenes Land sein und trotzdem Clans erklären, wir werden eure Strukturen zerstören. Wir dulden keine Paralleljustiz, kein paralleles Leben, kein Rechtsbruch organisiert, wie die Clans das machen. Das ist unsere klare Haltung. Und die muss man machen. Und da hilft auch kein gutes Zureden, sondern da hilft nur der Staatsanwalt. Und bei der inneren und äußeren Sicherheit gibt es drei Grundvoraussetzungen, die man einhalten muss. Erstens, man muss die, die im Einsatz sind, optimal ausstatten. Das ist eine materielle Frage. Sie müssen geschützt sein, wenn sie für uns jedes Wochenende Leib und Leben riskieren. Jedes Wochenende? Aber nur bei gutem Wetter, ne? Das gilt für Soldatinnen und Soldaten, genau wie für Polizeibeamte, die inzwischen zunehmend auch in Einsätzen angegriffen werden. Optimale Ausstattung ist das eine. Zweitens, alle gesetzlichen Möglichkeiten müssen genutzt werden können. Bitte nicht. Wenn Polizisten schildern, wir haben da jemanden festgenommen, ein paar Stunden später ist er wieder frei, wir kennen genau seinen Tathergang, dann brauchen wir Gesetze, die ihnen dann auch die Möglichkeiten gibt, einzugreifen. Von welchem konkreten Fall spricht er jetzt? Einfach mal auch Leute zwei, drei Tage in eine Zelle packen können. Ja? Weil man weiß es ja. Und das Dritte, sie brauchen politische Rückendeckung. Einsätze sind schwierig. Wenn es Fehler gibt... Politische Rückendeckung. Im Sinne von, wir werden keine wissenschaftliche Studie finanzieren oder genehmigen, in denen rechtsextremes Gedankengut bei Polizei und Militär erforscht werden, weil es nicht opportun wäre. Ja? Haben wir doch, was will er denn noch mehr? Ich habe ja auch gefragt, welchen Einzelfall er da jetzt meint. Welchen Fall meint er denn, wo jemand festgenommen wird und dann wenige Stunden später wieder freigelassen, obwohl man wüsste, dass da, also, hä, was meint er denn damit? Genauso wie mit der Ausrüstung. Ist es nicht so, dass Polizei ganz gut ausgerüstet ist? I don't know, aber das ist jetzt kein Problem gewesen, das ich jetzt so stark wahrgenommen hätte. Und politische Rückendeckung? Come on! Müssen sie aufgeklärt werden. Aber wenn SPD und Grüne... Here we go again. ...als erstes immer fragen, was hat die Polizei falsch gemacht? Ja, weil wir eine viel, 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 viel höhere Erwartungshaltung an bewaffnete Staatsbedienstete haben und haben müssen. Och, Armin. Selbstverständlich, das gehört zu einem Rechtsstaat dazu. Ein Rechtsstaat braucht Polizei, um den Rechtsstaat durchzusetzen. Aber damit wir auch ein Rechtsstaat bleiben... müssen wir die, die wir einsetzen, um Recht durchzusetzen, viel strenger und viel, viel allumfassender kritisieren, beobachten, überwachen. Das ist doch ganz klar. Dann ist meine Antwort, die Polizei schützt in unserem Auftrag die Bürger und ja. Sie hat die Rückendeckung der Politik verdient und ja. Nicht die Kritik. Und ja, aber nicht die bedingungslose. Nicht die bedingungslose. Es natürlich hat Polizei Schutz verdient, selbstverständlich, auch politischen Schutz. Aber dennoch sollte man, wenn klar wird, dass da vielleicht das ein oder andere schiefläuft oder schiefgegangen ist, da nicht einfach eine Hand drüber packen und sagen, komm, passt schon, ne?
Wir brauchen maximale Erwartungen. Das ist schon wirklich arg bescheuert, ne? Gerade mit den ganzen Sachen, die jetzt da in Frankfurt passiert sind. Wenn ich mir überlege, dass der SEK-Einsatzleiter, der den Terroranschlag in Hanau gehabt hat, der die Einsatzleitung dort hatte, in rechtsextremen Chatgruppen gewesen ist, dann wird mir schlecht, Alter. Und vieles davon in NRW passiert, ne? Nicht das Herummäkeln. Und deshalb wird der nächste Deutsche Bundestag bei vielen Themen Rechtsklarheit schaffen müssen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was wir in den letzten Tagen, weil das Feld immer weiter aufgehellt wird, sehen. Die schrecklichen Bilder von Kindermissbrauch. Es ist keine Pornografie. Es ist Missbrauch. Es ist Gewalt an Kindern, die im Internet verbreitet wird. Bruder, die letzten 10 Minuten habe ich wirklich das Gefühl, ohne dass die Themen natürlich auch sehr, sehr ernst sind und dass man darüber sprechen sollte, aber ich habe innerlich das Gefühl, ich bin auf dem 90er-Jahre-NPD-Parteitag. So, Ausländer raus, innere Sicherheit erhöhen, Kinderpornografie, Kindermissbrauch. Und je mehr man hineinsticht, je mehr Fälle man erlebt, desto erschütterter ist es. Und wenn Polizeibeamte das anschauen müssen, müssen die nach mehreren Stunden ausgewechselt werden, weil sie das gar nicht ertragen, was sie da an Leid sehen. Völlig richtig, aber ich frage mich, welchen Punkt du machen willst. Und wenn wir wissen, dass der Nachweis nur über die Datenspeicherung dessen, was da hin und her gehandelt wird, möglich ist, dann brauchen wir eine Vorratsdatenspeicherung. Dann interessiert mich in dieser Sekunde, wie die Kinder geschützt werden. Und danach sprechen wir darüber, wie Datenschutz für Täter gewährleistet ist. Es muss hier eine klare... Sebastian Altscher und der Rest der Piratenpartei zuckt gerade zusammen, ne? Probates Mittel natürlich, ne? Du packst ein emotionales Thema an, nimmst also einen Einzelfall und versuchst damit eine komplette Direktive durchzudrücken, ne? Also niemand würde jetzt sagen, dass im Falle von Kindesmissbrauch Vorratsdatenspeicherung unangebracht ist. Niemand, ne? Weil das eins der emotionalsten Themen ist, die man bedienen kann. Klare Priorität geben, wen wir denn da schützen wollen. Und da höre ich von SPD und Grünen nichts. Nun habe ich heute Morgen gelesen, hat wieder ein SPD-Bundesminister gesagt, man will nicht mehr mit der CDU koalieren. Okay, kann man so sagen. Wir haben uns auch Schöneres vorgestellt, als mit der SPD zu regieren in den letzten Jahren. Aber wenn man das so klar sagt, dann ist doch die Frage, mit wem will man denn regieren? Ich hätte zwei Parteien so jetzt als spontanen Vorschlag. Grüne und Linke zum Beispiel. Bei den Dingen, die ich gerade beschrieben habe, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Europa, NATO, glaubt denn irgendjemand, das ging mit der Linkspartei? Glaubt denn irgendjemand eine Partei, die den Verfassungsschutz abschaffen will, die die NATO auflösen will? Ersetzen will. Ersetzen. Und die NATO wollen sie nicht auflösen, sondern sie wollen austreten. Die bei jedem europäischen Einigungsprozess Nein gestimmt hat im Bundestag und Bundesrat. Mit denen ließ sich ein Land regieren. Trotzdem sitzen... Ich erinnere mich an den Seehofer. In Österreich regieren die Grünen. Die Grünen. Frau Esken, Herr Walter Borjans, Kevin Kühnert, in den Gängen des Bundestages, in Räumen zusammen. Oh ja. Erzähl mir mehr von Utopia, Armin. Erzähl mir Utopia. Träumen von R2G. Keiner grenzt sich da klar ab. Bei Kevin Kühnert kommt mir das übrigens vor, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Kevin Kühnert, ne? Ich habe den auch kennengelernt, Kevin Kühnert. Der Kevin Kühnert. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, Kevin Kühnert. Was denn jetzt? Früher bei den Asterix-Heften war am Ende immer
der Trubadix. Das war ein Mensch, der schrecklich gesungen hat. Den haben sie dann immer an einen Baum gefesselt, ein Tuch in den Mund gesteckt, damit er bloß nicht den Mund aufmacht. So kommt mir das im Moment bei Kevin Kühnert. CDU-WahlhelferInnen hängen derzeit keine Armin Laschet-Plakate auf, weil sie Angst haben, dass man als WählerIn Armin Laschet mit der CDU in Verbindung bringen könnte. Die größte Gefahr für die CDU in diesem Wahlkampf ist Armin Laschet. Real Talk. Und Frau Esken vor. Sie sitzen irgendwo versteckt, damit sie bloß nicht sagen, was sie wirklich vorhaben. Aber das ist die Führung der SPD. Die hat die Mehrheit der Mitglieder gehabt. Und die wollen am liebsten mit der Linken und nicht mit uns regieren. Und deshalb frage ich Olaf Scholz, was ist denn so schwer daran? Warum bringt man das so schwer über die Lippen zu sagen, in dieser außenpolitisch schwierigen Lage werde ich nicht Linke ins Bundeskabinett berufen, werde ich nicht mit denen verhandeln? Wir sagen das, wir werden mit der Linken nicht koalieren. Ja, aber es spielt auch keine Rolle, ob ihr das sagt oder nicht, ne? Weil die Linken haben Manieren. Die würden niemals mit der CDU koalieren. Aus inhaltlichen Gründen, nicht wegen ihrer SED-Vergangenheit. Das reicht eigentlich schon, aber das ist lange her. Aber die SED-Vergangenheit? Moment. Da habe ich doch was. Die CDU stemmt sich vehement gegen eine Kooperation mit der Linkspartei. Vor allem wegen der DDR-Vergangenheit wollen die Christdemokraten nichts mit der SED-Nachfolgepartei zu tun haben. Dabei ist die ostdeutsche CDU selbst alles andere als unbelastet. Die CDU steht in der Mitte und die Feinde befinden sich rechts und links. So präsent bla 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 bla. Die CDU ist ein ganzes Stück weit Nachfolgepartei der SED. Bis heute hat die Union überhaupt kein Problem mit Parteifreunde mit SED-Vergangenheit bis in höchste Ämter und Positionen zu hieven, sagte der Parteienforscher Michael Lühmann vom Göttinger Institut für Demokratieforschung im Gespräch mit unserer Redaktion. Zu den Arbeitsschwerpunkten der gebürtigen Leipzigers gehören unter anderem die politische Kultur in Ostdeutschland und die DDR-Geschichte. Lühmann betonte, personell ist die CDU ein ganzes Stück weit Nachfolgepartei, nicht nur der Ost-CDU, sondern auch der SED. Ein kurzer Rückblick. Große Teile der heutigen ostdeutschen CDU sind aus der DDR-Blockpartei Christlich-Demokratische Union Deutschlands, kurz Ost-CDU, hervorgegangen. Zur Wende hatte die Partei etwa 135.000 MitgliederInnen. So viele wie keine andere Blockpartei. Die Parteiführung agierte als Befehlsempfänger und eifrige Erfüllungshilfe der SED, erklärte der Historiker Martin Rissmann, bla 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 bla. Also, auch da mal wieder. Der Finger nach oben, dass man vielleicht nicht auf SED-Vergangenheit rumhacken sollte, wenn man bei CDU in der Partei ist. Ne? Die Antworten, die Sie heute geben, sind die falschen. Und wir sagen gleichermaßen, mit der AfD, da reden wir nicht mal, da verhandeln wir nicht, da kooperieren wir nicht. Das ist Tradition. Also, Tradition ist es eher, dass man als CDU mit der SED zusammenarbeitet, ne? Und für die SED arbeitet. Das hat Tradition. Zumindest als es die SED noch gab, ne? Bei denen sagen wir sogar so, wir wollen, dass die aus den Parlamenten verschwinden. Das ist eine andere Abgrenzung. Aber wir wollen mit den Parteien der demokratischen Mitte koalieren. Und deshalb mein Appell an Olaf Scholz, wenn Sie das wirklich ernst meinen und nicht all die, die Sie jetzt verstecken, doch im Hintergrund andere Bündnisse vorbereiten, in der Zeit, wo Sie nicht Wahlkampf machen, irgendwo schon mit den Linken verhandeln. Sagen Sie doch klipp und klar wie die Union,
Extreme von links und rechts kommen für uns nicht in Betracht. Dann haben wir Klarheit im Wahlkampf und dann wissen die Bürger, was bei dieser Richtungsentscheidung am 26. September auf dem Spiel steht. Das Problem ist nur, Armin, wenn du mit Extremen der rechten Seite auch nicht zusammenarbeiten möchtest, dann müssten ganz, ganz viele, Menschen in den eigenen Reihen auch einen Abgang machen, ne? Grüße gehen raus nach Südthüringen an dieser Stelle. Und jetzt kommt die dritte wichtige Frage. Wir haben die Pandemie. Immerhin muss ich sagen, und das muss ich lobend erwähnen, sind ihm diesmal drei Sachen eingefallen, ne? Nicht wie vorgestern noch. Noch nicht überwunden, aber wir haben alle Chancen, dass mit dem Impffortschritt es uns gelingt. Du meinst Kretschmer? Jetzt guck doch mal bitte, in welcher Partei Kretschmer ist. Wie war das mit Hubadix an den Baumbinden und Knebeln? Last Schicks muss direkt daneben. Uff, sind das Aussagen. Schön zu sehen, auf jeden Fall und unterhalten. Wahrscheinlich sehr richtig. Ich meine Hans-Georg Maaßen. Und dann kommen die wirtschaftlichen Probleme auf uns zu. Immer noch hohe Kurzarbeit. Die Sorge, was ist denn mit den Unternehmen, die wir durch die Krise geführt haben, mit viel Geld des Staates, mit Beihilfen, mit Sonderhilfen, damit sie nach der Krise noch da sind. Wir haben die Menschen gut durch diese Krise gebracht. Wir haben keine Massenarbeitslosigkeit. Das ist bisher alles gut gelungen. Aber nach der Pandemie kommt wieder der Wind der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Andere haben die Pandemie für sich genutzt. Oh Mann, der wird jetzt auf Klimaschutz eingehen, ne? Internationale Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz gehören bei der CDU zusammen. Das ist ein ganz heißes Thema. Man fährt diesen bescheuerten Irrglauben, dass wir nur dann eine internationale Wirtschaftsmacht bleiben können, wenn wir weiter stetiges BIP-Zuwachs haben pro Kopf und insgesamt. Und ständiger Wachstum ist nun mal nicht mit Nachhaltigkeit zu vereinbaren. Deswegen hat man vor allem bei Grün und noch viel mehr bei Links einen Stopp des permanenten Wachstumszwangs. Ne? Müssen wir permanent wachsen oder haben wir den Punkt erreicht, wo wir jetzt zufrieden sein sollten und ein bisschen Nachhaltigkeit mit reinpumpen? CDU sieht das nicht so. China hat seine Stärke ausgebaut, seinen Einfluss in der Welt ausgebaut, Abhängigkeiten erzeugt. Die haben nicht geschlafen in den letzten Wochen und Monaten. Und deshalb ist für uns die Herausforderung, wirtschaftlich wieder zu Wachstum zu kommen. Und deshalb hat Markus Söder völlig recht, was er eben beschrieben hat. Dieses kleine Pflänzchen, was da gewachsen ist, das darf man jetzt nicht durch Steuererhöhungen, Vermögenssteuer, Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer gefährden. Erbschaftssteuer heißt für jeden mittelständischen Betrieb, der eine übergibt es der nächsten Generation. Wenn der da zu große Summen zahlen muss, fehlt das Geld im Betrieb. Bei der Einkommenssteuer ist es jeder Handwerksmeister, der unmittelbar von einer Erhöhung betroffen ist. Und insofern sagen wir, wir wollen verhindern, dass das... Das ist völliger Blödsinn. Das betrifft die doch gar nicht. Das betrifft die doch gar nicht. Das betrifft die Superreichen. Mein Gott, Mann. Das ist doch auch einfach komplett an der Wahrheit vorbei. Immer dieses bürgerlich mittige Angst schüren, dass irgendwelche normal verdienenden Menschen aus der Mittelschicht, wenn es sie überhaupt noch gibt, ne, weil man darf ja nicht vergessen, auch Christian Lindner zählt zur Mittelschicht und Friedrich Merz auch, zumindest laut ihren Aussagen. Wenn es diese Mittelschicht überhaupt gibt, dann wird die steuerlich entlastet und nicht noch mehr besteuert. Die mehr besteuert werden, das sind die, die sowieso im Überfluss haben. Das zarte Pflänzchen Hoffnung jetzt abgewürgt wird durch rot-rot-grüne Spielereien. Alle drei haben Steuererhöhungen drin, alle drei liegen falsch. Alle drei haben Steuererhöhungen drin für reiche Menschen, aber im Einkommen von 250.000 Euro im Jahr. So sag es doch inhaltlich. Mein Gott, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist Populismus übrigens. Populismus ist das bewusste Verbreiten von Fehlinformationen, um eine eigene Agenda zu verfolgen. Deswegen sagt man das. Die Steuerentlastung für den Großteil der WählerInnen, die kommt nicht von Schwarz. Und die kommt auch nicht von Gelb.
Der Großteil der steuerlichen Entlastung kommt bei Rot-Rot-Grün. Ne? Am meisten bei den Linken. Wir liegen richtig mit unserem klaren Kurs bei der Wirtschaftspolitik. Und wir haben das doch erfahren vor der Pandemie. Wir haben es doch erlebt. Wir haben die Steuern nicht erhöht. Wolfgang Schäuble hat als Finanz... Schwachsinn da bis jetzt, aber kein bisschen hart. Das ist doch nur Wahlkampf. Das ist für mich schon sehr, 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 sehr frech, was da von Armin Laschet passiert. Das ist auch ein bisschen hart. Die Themen, die da angesprochen worden sind, sind keine Themen, die uns beeinflussen sollten. Ich meine, du sprichst in deiner Rede für den Bundestagswahlkampf 2021 vorrangig um innere und äußere Sicherheit, Militärbudget und über das Abschieben von Kriminellen? Come on. Wir haben zwei Themen, die uns derzeit beschäftigen sollten. Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Das sind die beiden vorderrangigen Themen unserer Generation und der Generation, die noch kommen. Das ist unsere politische Verpflichtung gegenüber den Menschen, die nach uns hier sind. Wir tragen eine Verantwortung. Wir sprechen doch immer darüber, was evolutionär ist, was biologisch ist. Evolutionär ist es schon immer so gewesen, dass wir relativ großen Wert darauf legen, dass Generationen nach uns immer noch existieren können. Deswegen sind wir gegen Erbschaftssteuer, wenn wir es hören. Finanzminister 2014 zum ersten Mal die schwarze Null erreicht und wir haben trotzdem jedes Jahr mehr Geld eingenommen als Staat für die staatlichen Aufgaben. Jahr für Jahr keine Steuererhöhungen, mehr Geld, weil die Wirtschaft gewachsen ist, viele Menschen Beschäftigung hatten, viele Menschen eingezahlt haben in die Kassen, die Pflegekassen, die Sozialkassen, die Steuerkassen. Klappt super, ne? Gerade die Pflegekasse, die funktioniert ja super, ne? Und die Rentenkasse, die funktioniert genauso super, ne? Wie ist das nochmal mit 30% aus anderen Budgettöpfen? Weiß ich jetzt nicht. Ist 30% viel? Keine Ahnung. Und am Ende haben wir damit gut wirtschaften können. Und das war unsere Chance, gut durch die Pandemie zu kommen, die Kurzarbeit zu bezahlen, die Wirtschaftshilfen für die Unternehmen zu bezahlen, dass sie überleben. Für die Künstler, für die Solo-Selbstständigen, für die Einzelhändler, für die Hotels. Das war möglich, weil wir gut gewirtschaftet hatten. Und die sozialen Leistungen, alle Tests, alle Impfungen kostenlos zur Verfügung zu stellen, Testzentren aufzubauen, das war möglich, weil wir die wirtschaftliche Kraft und die Rücklagen hatten, in diesem Moment zu helfen. Und deshalb ist es falsch, jetzt zur alten Schuldenpolitik zurückzukehren. Ich kenne das aus Nordrhein-Westfalen, der Walter Borjans ist übrigens der Parteivorsitzende der SPD, war Finanzminister. Der hat gesagt, schwarze Null, das ist ein Fetisch von Herrn Schäuble. Schulden sind was Gutes. Nein, Schulden versündigen sich an der kommenden Generation. Das Nein, tun sie nicht. Was aber wirklich die kommenden Generationen fickt, ist, wenn wir weiter Kohle nach oben ballern. Ja? Verbrennen wir weiter Kohle? Zahlen das die Generation nach uns. Das wissen wir seit 1912. Das gehört auch zur Nachhaltigkeit, sorgsam mit dem Geld. Das erste Mal, dass Armin Laschet das Wort Nachhaltigkeit in den Mund nimmt, nach 23 Minuten 27 und es hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Sondern es geht um Steuerpolitik. Er spricht hier von nachhaltiger Steuerpolitik. 2021. Umzugehen. Und für die Familien ist das heute beschrieben worden. Wir wollen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen, dass Männer und Frauen alle Möglichkeiten haben, Familie und Beruf zu vereinbaren. Aber ja, nicht Männer und Männer oder Frauen und Frauen. Oder diese. Wie heißen die nochmal? Nombanari? Was ist denn Nombanari? Nobanari. Und auch Nobanari.
wollen, dass Familien Zeit haben, auch für Familienzeiten, Väter und Mütter. Aber wir wollen eines nicht, ihnen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und deshalb ist die Abschaffung des Ehegattensplittings, wenn man es sich einmal ausrechnet, auch bei kleinen Einkommen, netto werden die Familien weniger in der Tasche haben. Wir stehen an der Seite der Familien und wir werden es nicht zulassen, dass Rot und Grün hier die Familien abschröpft für ihre staatlichen Kassen. Falsch. Und jetzt kommt das große Thema Klimawandel. 2021. So, jetzt Ohren aufmachen. Hat eine halbe Stunde gedauert, bis er das vorderrangigste Thema angesprochen hat. Das ist die Herausforderung unserer Zeit. Das sagen uns engagierte junge Leute. Das sagen uns Erwachsene. Das sagen uns ältere Leute, die sagen, wir haben die Angst, dass die Generation nach uns nicht mehr die Welt so viel vorfindet, wie wir sie kennen. Weißt du, wer es auch sagt? 99% aller WissenschaftlerInnen. Es geht nicht darum, ob man für oder gegen Unwetterkatastrophen wollen. Ein modernes Landthema ist zu ernst, um damit Parteipolitik zu machen. Bitte nicht. Und die Wetterereignisse haben wir alle gesehen in den letzten Wochen. Und deshalb ist die Frage nicht, kämpfen wir gegen den Klimawandel, ja oder nein? Den leugnen nur noch Rechtsradikale von der AfD, sonst leugnet den niemand mehr. Es ist auch nicht die Frage, bis zu welchem Ziel wollen wir etwas erreichen. Bitte. Die Naturwissenschaft gibt den Kipppunkt vor. Halten wir fest, Minute 25, bis der erste Schuss gegen rechts gekommen ist, nachdem 25 Minuten lang gegen links geschossen worden ist. Gut, ne? Partei der Mitte. Wir haben uns verständigt, bis 2045 klimaneutral in Deutschland zu sein. Wird nicht reichen. Ne? Bis 2030 steht jetzt wissenschaftlich fest, dass wir 1,5 Grad Celsius erreichen werden. Das ist ein Kipppunkt, den wir dann nicht mehr stoppen können. Ne? 2045 klimaneutral reicht nicht mehr aus. Das wissen wir und das wissen wir schon lange. Seit 2018 mindestens. Seit 2018 evident. Davor haben wir es nur geahnt. Ne? Sehr gut geahnt. Eine Riesenambition, die wir uns da vorgenommen haben. Alles ist Konsens. Nicht-Konsens ist der Weg, wie wir da hinkommen. Und unser Ziel ist es, dass wir es sozial verträglich gestalten, dass wir Industrieland bleiben, dass wir diese Umstellung von der fossilen Wirtschaft hin zur klimaneutralen Wirtschaft so schaffen, dass wir auch in 20 Jahren noch eine Stahlindustrie in Deutschland haben, eine Automobilindustrie in Deutschland haben, eine chemische Industrie in Deutschland haben, aber dann klimaneutral. Und deshalb geht das nicht mit Verboten oder immer neuen Vorschriften, sondern es geht nur darum, indem wir marktwirtschaftlich Anreize setzen, wie denn umgesteuert wird. Wenn wir die Stahlindustrie morgen nicht mehr im Land haben, ist unsere Klimabilanz besser. Allein die Stahlindustrie trägt 6% zum CO2-Ausstoß in Deutschland bei. Wenn die alle weg wären, wäre die Bilanz um 6% besser. Dem Weltklima wäre aber damit nicht gedient. Dann wird der Stahl ja woanders produziert. In Indien, in China. Unter schlechteren sozialen und ökologischen Bedingungen. Und deshalb muss doch unser Ziel sein, die Arbeitsplätze hier zu halten, mit den Gewerkschaften für diese Arbeitsplätze einzutreten und Kohle und Eisenerz zu ersetzen durch Wasserstoff und grünen Stahl herzustellen. Das ist doch nur noch traurig, oder? Das ist doch wissenschaftsfeindlich, was er da von sich lässt, oder? Ich meine, ich bin ein kleiner Trottel. So, ich bin ein kleiner Trottel, der ein paar Artikel gelesen hat. Und selbst ich weiß, dass das vollumfänglich einfach nur Unsinn ist. Ich meine, Wasserstoff ist ein Speicher.
Ein Energiespeicher. Wasserstoff, grüner Stahl. Was willst du von mir, Armin Laschet? Das ist ein industriepolitisches Ziel. Das ist Strukturwandel. Und das ist das Gegenteil von dem, was SPD und Grüne machen. Die haben die soziale Frage, die haben die Arbeitsplätze vergessen, weil sie sich nur um ihre Ideologien kümmern und nicht, wie es denn funktioniert und wie man es machen kann. Und Deutschland ist doch das Land der Erfinder, der Tüftler. Man spricht darüber, dass der innerdeutsche Flugverkehr eingestellt werden soll. Ja, Kurzstrecke sind 4% am Ausstoß. 96% sind Mittel- und Langstreckenflüge. Also muss doch die Energie dahin gehen, synthetische Kraftstoffe zu erfinden, damit das große Problem gelöst wird und nicht Symbolpolitik gemacht wird. Seine Lösung ist also, wir werden schon was erfinden, das besser ist? Bits, Bruder, Bits. Was soll man denn dazu jetzt sagen? Alle linken Parteien sagen übrigens, ich muss das zeigen, weil ansonsten denkt ihr wieder, ja. Auch scheißegal. Alle sagen, dass der Weg, um die Kurzstreckenflüge abzuschaffen, nicht über ein sofortiges Verbot läuft, sondern das sofortige Verbot, das notwendig ist, muss Hand in Hand gehen mit einer sinnvollen Erweiterung der Infrastruktur in Deutschland, was die Bahnstrecke angeht. Bahn ist toll. Du kannst nicht einfach irgendetwas verbieten. Und das will auch niemand. Nicht bei den Grünen, nicht bei den Linken. Da geht es darum, Alternativen zu erschaffen, und zwar richtige Alternativen. Bahn, Bus und Bahn ist in Deutschland, wenn du nicht in einer Großstadt lebst, oftmals keine gute Alternative. Und selbst in Großstädten kann man darüber diskutieren, ob es eine gute Alternative ist. Ne? Man muss es ausbauen. Man muss es verbessern. Im besten Fall gibt man ihnen Anlass dazu. Und das geht doch nur, wenn du mehr Einnahmen generierst, damit sowas wie ein öffentlicher Nahverkehr kostenlos sein kann. Wo packst du den Deutschen an? Beim Geld. Sagst du, Bruder, fahrt Bus und Bahn, ist gratis, dankeschön. Bus und Bahn gratis, dankeschön, ihr müsst nicht mehr. Und der Zeitsparfaktor, ich kann das in einem Beispiel klar machen. Ich bin, als ich bei Take angestellt gewesen bin, musste ich immer von Berlin nach Düsseldorf oder nach Krefeld. Ich musste von Berlin nach Krefeld. Entweder ich bin in eine Bahn gestiegen und bin gemütlich von Berlin nach Krefeld durchgefahren, oder aber, das einmal passiert, ich habe Kurzstrecke geflogen, von Berlin-Tegel nach Düsseldorf und dann von Düsseldorf nach Krefeld. Der Zeitunterschied war quasi nicht vorhanden. Gab keinen Zeitunterschied. Der einzige Unterschied war, dass du für 25 Euro fliegen kannst und für die Bahn 180 zahlst oder so. Das ist der Unterschied. Fliegen kostet Appel und ein Ei. Es war ein leerer Flieger quasi. Kein Mensch will nach Düsseldorf. Wer will denn schon nach Düsseldorf? Da waren ein paar Anzugs-Heinis in der ersten Klasse und der Rest des Fliegers war leer. Weil niemand nach Düsseldorf will. Ich meine, es will schon niemand nach Berlin, aber nach Düsseldorf? Come on. Düsseldorf? Waren vielleicht 5-6 Leute in dem Flieger drin. Zahlt trotzdem nur 25 Euro für den Flug. Ich war mit Elon Musk in Brandenburg. 40.000 neue Industriearbeitsplätze, die dort entstehen. Autoproduktion plus Batteriefabrik.
Wir haben eine solche große Investition in Deutschland seit langen Jahren nicht mehr gehabt. Und jetzt trifft er, habe ich ihn gefragt, warum denn gerade in Deutschland, hat er gesagt, weil hier so exzellente Leute sind, so gut ausgebildete Leute. Hätte auch an manchen anderen Standorten in Europa oder in der Welt sich niederlassen können. Er hat sich deshalb für Deutschland entschieden. Und dann trifft er auf deutsches Genehmigungs- und Planungsrecht. Und wir haben eine Sonderausnahme im Bundesemissionsschutzgesetz. Wenn eine grundsätzliche Genehmigung da ist, darf man anfangen zu bauen. Und wenn das Gericht am Ende anders entscheidet, muss man alles wieder zurückbauen und den Zustand vorher wiederherstellen. Das hat er gemacht. Mit vielen Millionen investiert und einfach angefangen zu bauen. Das kann aber ein normaler mittelständischer Betrieb nicht. Das können andere nicht. Die werden in einem solchen Moment nicht investieren. Und deshalb erkennen wir doch daran. Aber Musk hat doch gerade investiert. Was redest du denn? Im Sinne der Energiewende, im Sinne des Kampfes gegen den Klimaschutz, brauchen wir Sonderregelungen beim Planungs- und Genehmigungsrecht. Das gilt für die Stromtrassen, das gilt für die Bahntrassen, das gilt für Investitionen. War das nicht die CDU, die H10 eingeführt hat? Dass man wegen dem Schlagschatten der Windräder keine Windräder bauen darf? Ist nicht die CDU und CDU-CSU-PolitikerInnen die größte und nachhaltigste Bremse für Fortschritt in Deutschland seit immer? Investitionen, die der Energiewende dienen. Und deshalb werde ich als Bundeskanzler in den ersten 100 Tagen Planungsbeschleunigungspakete zum Schwerpunkt machen. Wir müssen uns ändern, digitaler werden und schneller werden in Deutschland. Und das geht nicht mit Rot und Grün. Wir haben eine Zwischenfrage aus dem Publikum. Bitte nicht. Ja, Armin, hier ist der Manfred. Ich wollte nur fragen, wer die letzten 16 Jahre regiert hat. Das hört sich an, als ob er in der Oppositionspartei sitzen würde und sagen würde, wir haben die letzten 16 Jahre gesehen, dass es mit Rot und Grün nicht nach vorne geht, dass wir weder progressiver noch digitaler noch schneller noch skalierender noch Summe Xer werden. Armin, deine Partei hat die letzten 16 Jahre regiert. Und da brauchen wir den großen Konsens von Gewerkschaft, von Wirtschaft und von Umweltverbänden. Wir können das zusammen schaffen, so wie der Kohleausstieg auch schon im Konsens verabredet wurde, obwohl sich einige davon verabschieden. Und wenn das gelingen soll, brauchen wir schnelle Stromtrassen. Ein junger Bergmann spendet 3,33 Euro. Armin, lass das. Armin, hör auf, an dem Kleber zu schnüffeln. Armin, nimm den Stift aus der Nase und raff dich. Bitte nicht. Vom Norden in den Süden, in Bayern und Baden-Württemberg, werden im nächsten Jahr die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet. Und deshalb brauchen wir schnelle Antworten, wie der viele Strom aus dem Norden, wo der Wind weht. Ich spende 3,33 Euro. Danke für deine Arbeit. Wir brauchen Menschen wie dich. Bleib gesund und mach weiter so. Jetzt wird's abenteuerlich. Tamix, vielen herzlichen Dank, Bruder, für 5 Milliarden Community Subgift. I appreciate. Dankeschön. Jetzt wird's abenteuerlich, Freunde. Ich will nochmal. Jetzt wird's. Kernkraftwerke abgeschaltet. Ja. Und deshalb brauchen wir schnelle Antworten, wie der viele Strom aus dem Norden, wo der Wind weht, in den Süden Deutschlands kommt, wo die Industrie starken Arbeitsplätze sind und gleichermaßen in den Westen.
Oder Wind weht nicht nur im Norden. Er hat leider nicht Unrecht damit. Er hat nicht recht mit dem, was er erzählt. Baut doch einfach Windräder auch im Süden. Wind weht überall. Sonne scheint auch im Süden. Sogar mehr als im Norden. Und Wasserenergie gibt's auch. Ist auch eine Möglichkeit. Das ist doch scheiß Realsatire, wenn du sagst, der hat aber recht damit, was er sagt. Die CDU, die Unionsparteien, sind doch seit Jahren bewusst und offensichtlich dabei, erneuerbare Energien zu sabotieren. Da geht's nicht nur darum, dass sie das verhindern, sie sabotieren es. Wir brauchen 12.000 Kilometer Stromtrassen. Der Zubau, hat Michael Vassiliadis mal ausgerechnet, der Chef der IG Chemie, betrug 2000... Toller Mann übrigens, hat sich auch daran beteiligt, Annalena Baerbock zu diskreditieren. 2019 30 Kilometer ungefähr. Das ist ungefähr das Tempo, das eine Weinbergschnecke in einem Jahr hinter sich bringt. Millimeter für Millimeter geht die Weinbergschnecke und schafft dann 30 Kilometer. So war das Tempo 2019. Jetzt hat Peter Altmaier Tempo gemacht. Jetzt haben wir 78 Kilometer geschafft. Aber wir haben noch tausende Kilometer vor uns. Und deshalb wird das alles nur gelingen, über das alle jetzt reden. Jedes Ausbauziel, was wir erweitern, haben wir jetzt wieder beschlossen, Ausbauziele erweitern, macht die Ambition ja noch größer, mehr zu bauen. Und deshalb brauchen wir ein Tempo. Wir werden das nicht schaffen wie mit dem Berliner Flughafen. Wir müssen hier anders arbeiten, sonst wird der Kampf gegen den Klimawandel nicht gelingen. Das ist die Erkenntnis, um die es geht und für die wir antreten müssen. Und deshalb Aufforderung an die politischen Wettbewerber, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, was möglich ist und was nicht. Kann ich das noch einmal zum Kohleausstieg beschreiben? Angela Merkel hat es eben erwähnt. 2018 der Ausstieg aus der deutschen Steinkohle. Das ist schon teilweise ziemlich polemisch, Karl. Das hast du eigentlich nicht nötig. Was, kannst du mir den Inhalt nennen oder willst du nur Sätze schreiben? Aber offensichtlich hältst du das hier für zielführend. Ist diesbezüglich nachvollziehbar, aber halt sehr subjektiv und manipulativ. Das kannst du besser ausmachen. Was meinst du denn überhaupt? Der Satz von dir hat keinen Inhalt, mein Lieber. Was ist das? Willst du mir sagen, dass die CDU nicht den Energiewandel die letzten Jahre und Jahrzehnte manipuliert? Sabotiert? Wo ist das Polemik? ...150 Jahren Industriegeschichte. Beschlossen in den wenigen Jahren, als einmal CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen regiert haben, zwischen 2005 und 2010. Gegen den massiven Widerstand damals der SPD. Durchgesetzt, 11 Jahre später sozialverträglich, so beendet, dass auch die Gewerkschaften diesen Weg mitgegangen sind. 2018. Dann hat diese große Koalition, durfte das mitverhandeln, im Energiekapitel gesagt, wir berufen eine Kommission aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Regionen und Umweltverbänden für den Braunkohleausstieg. Dr.-Med-Rescher spendet 3,33 €. Ich hatte gestern die Möglichkeit, mit einem CDU-Politiker zu sprechen. Habe ihm CO2-Ausstoßreduktionskurven gezeigt und ihn gefragt, ob er das schon mal gesehen habe. Er war sichtlich erstaunt, hatte er noch nie gesehen. Punkt wow. Dankeschön, Babylon FFM.
Armin Laschet ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine kleine Firma, die nennt sich RWE. Ist so ein Familienbetrieb. Am 7. Juli 2020 wurde der Kohleausstieg, das Kohleausstiegsgesetz verabschiedet. Am 3.7. war das. Und innerhalb dieser Verabschiedung wurde beschlossen, dass die Braunkohlekonzerne RWE und LEAG 4,35 Milliarden Euro bekommen. Subventionen! Union Wähler 1944 spende 3 Euro und 33 Cent. Das macht doch keinen Sinn, Windräder im Süden zu bauen. Im Süden scheint doch die Sonne und die Windräder werfen doch mindestens mehrere Meter Schatten. Schatten und Solar funktioniert doch nicht. Die Grünen sind unwählbar, Kappa. Demnach fließen in der EU jedes Jahr bereits 137 Milliarden Euro an klimaschädlichen Subventionen in die fossile Industrie. Alleine in Deutschland sind es 37,5 Milliarden Euro. Alleine die Bundesregierung unterstützt fossile Brennstoffe jährlich mit mindestens 37 Milliarden Euro und ist damit EU-weit Spitzenreiter. Wir sind nicht EU-weit Spitzenreiter, was Klimaschutz angeht. Wir sind EU-weit Spitzenreiter, wenn es darum geht, klimaschädliche Industrien zu subventionieren mit Milliarden. €12,5 Milliarden Steuervergünstigungen für Flugbenzin. €11,5 Milliarden für das Dieselprivileg. Und €5,4 Milliarden für Braunkohle etc. pp. Dabei könnte in den nächsten Jahren die Kohleverstromung sogar beschleunigt, beschleunigt reduziert werden, indem der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv gefördert und unterstützt wird. Unter anderem, wie könnte man das machen? Welche Gelder könnte man nehmen? Richtig, wie wäre es mit 37 Milliarden Euro? Eine Solar- und Windstrategie stützt aktuell die Konjunktur und ermöglicht ein zukunftsfähiges Energiesystem bis 2030. Und jetzt sagt mir bitte, so einfach ist es nicht. Doch, genau so einfach ist das. Genau so einfach ist das. Genau so einfach ist das. Du hörst auf, Scheiße zu subventionieren und nimmst das Geld und baust erneuerbare Energiequellen. Genau so einfach ist das. Und deswegen ist es auch nicht polemisch, wenn man behauptet, dass erneuerbare Energien von der Bundesregierung die letzten Jahre und Jahrzehnte sabotiert worden ist. Kohle ist keine gewinnbringende Branche. Kohle bringt keine Gewinne. Kohle muss Milliarden hoch subventioniert werden, damit es am Leben gehalten werden kann. Künstlich am Leben gehalten. Bitte nicht. Technisch brauchen wir aber andere Kraftwerke, leider. Was redest du da? Asterix Heftchen und Weinbergschnecken verdeutlichen zu wollen, grenzt viel eher an. Was redest du? WissenschaftlerInnen sind sich absolut einig darüber, dass es auch für ein Industrieland wie Deutschland absolut möglich wäre, wenn wir auf Lobbyismus verzichten würden, mit erneuerbaren Energien absolut nachhaltig unseren Strom zu generieren. Nimm das, was die Natur dir gibt, wandel es um. Dankeschön, Problem gelöst.
klare Daten verabredet, klare CO2-Ziele verabredet und die Grünen kritisieren heute diesen Ausstieg. Ich bin 2017 ins Amt gekommen. 2016, wenige Monate bevor ich ins Amt kam, haben Sie beschlossen, Braunkohle bis 2045, Abholzung des Hambacher Forstes, obwohl das Pariser Klimaabkommen schon vorher verhandelt und feststand. Und ich sage euch, das ist keine seriöse Politik. Man kann streiten über die Ziele. Aber wenn man selbst bis 2045 Braunkohle abbauen wollte, lassen wir uns als die Partei, die den Ausstieg umgesetzt haben, von denen nicht die moralische Legitimität abschreiben. Von Hä? Denen nicht. Von denen nicht. Und deshalb ist das jetzt wieder eine Kernfrage, vor der wir stehen am 26. September. Schaffen wir es, unsere wirtschaftliche Leistungskraft zu erhalten, zu zeigen, dass wir als Industrieland den Klimawandel bekämpfen können, klimaneutral werden. Wenn uns das gelingt, werden andere in der Welt folgen. Heute hat die Klimaunion, eine bei uns besonders engagierte Truppe, von denen übrigens kein einziger Punkt es ins Parteiprogramm für die Bundestagswahl 2021 geschafft hat. Alles, was die Klimaunion gefordert hat, wurde sich angehört und dann gesagt, nö, machen wir nicht. 3,33 Euro. So und jetzt alle. Wir singen Humba, 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 Tetere. Hatten die Grünen nicht dagegen gestimmt, weil 2045 viel zu spät ist? Absolut richtig. Bitte nimm Stay, Unge, Monte, sonst wen, macht ein Video auf YouTube, Stream auf Twitch und kläre auf. Genau in dem Ton. Jelly Joker, hast du wieder Waschperlen getrunken oder was? Ein kleines Dominospiel gezeigt, was das Argument entkräftigt, ja, wir haben ja nur 2%. 2% des CO2-Ausstoßes in Deutschland. Und die haben Waschperlen isst man. Ich habe das Gefühl, die meisten rühren das in so schwarzen Tee, wie so ein Bubble-Tee. Gesagt, wenn man den kleinen Dominostein umkippt, hat der am Ende bei den ganz großen Dominosteinen eine riesige Wirkung, weil wir das Vorbild sind. Und deshalb müssen wir alles tun, dass wir der Welt zeigen, wir können das. Wir haben die Ingenieure, wir haben die Unternehmer. Dominostein umkippt, das CO2-Ausstoß. Das Argument entkräftigt, ja, wir haben ja nur 2%. 2% des CO2-Ausstoßes in Deutschland. Und die haben gesagt, wenn man den kleinen Dominostein umkippt, hat der am Ende bei den ganz großen Dominosteinen eine riesige Wirkung. Wir haben noch mal eine Frage aus dem Publikum, Herr Laschet. Ja, ich bin's noch mal, Manfred. Du Armin, ich habe nicht so wirklich Ahnung von Zahlen, aber du hast gesagt, die 2% sind schon in Ordnung, weil es so ein Dominostein ist, ne? Das ist so ein Schmetterlingseffekt, wovon du sprichst. Warum willst du dann die 4% von den Inlandsflügen nicht verhindern? Weil 4 sind ja auch doppelt so viel wie 2. Also, wenn du vor 3 Minuten noch gesagt hast, 4%, wer braucht das schon? Wieso holst du dir jetzt auf 2% einen runter? Das war's schon. Weil wir das Vorbild sind. Und deshalb müssen wir alles tun, dass wir der Welt zeigen, wir können das. Wir haben die Ingenieure, wir haben die Unternehmer, wir haben den Erfindungsreichtum, wir haben die Schnelligkeit, es umzusetzen. Wir haben das Planungsrecht, das es auch ermöglicht. Und wir haben die CDU, die es verhindert. Die digitalste Verwaltung, für die viele von uns kämpfen. Das haben wir und wir schaffen das. Hat der gerade gesagt, dass wir die digitalste Verwaltung haben? Wir haben Bundesbehörden, die noch mit Fax arbeiten müssen. Das muss unser Anspruch sein. Wenn wir es nicht schaffen,
wenn diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit den Bach runtergeht, wenn wir Massenarbeitslosigkeit bekommen, wird kein Land auf der Welt unserem Weg folgen. Und deshalb ist die wirtschaftliche Wiederkehr Deutschlands jetzt so wichtig. Deshalb ist die internationale Verlässlichkeit so wichtig. Wir waren doch aber nie weg. Die deutsche Wirtschaft war doch immer auf dem Vormarsch. Wir waren doch nie weg. Was redet der denn da? Ich meine, er hat recht damit, ne? So, wenn man rein hypothetisch annimmt, dass wir mit Klimaneutralität und nachhaltiger Industrie und Wirtschaft dann abstürzen würden, dann würde das keiner nachahmen. Aber ExpertInnen sind sich einig, dass wir genau da bleiben können, wo wir sind. Und zwar an der Spitze von Europa, wirtschaftlich. Und das trotzdem schaffen mit einer nachhaltigen Versorgung. Das klappt, das funktioniert. Deshalb ist unsere europäische Orientierung so wichtig, damit wir dieses Projekt gemeinsam schaffen. Das war immer unsere Stärke, in kritischen Momenten der Geschichte die richtige Orientierung zu haben. Ja, und das genau, weil wir in einer kritischen Phase sind für die Entwicklung der Menschheit, dürfen wir nicht die CDU wählen. Und wir müssen verhindern, dass andere Menschen die CDU wählen. Fucking straight up aus dem Herz. Konrad Adenauer mit der Westbindung, Helmut Kohl mit der deutschen Einheit, Angela Merkel in 4 großen Weltkrisen aus unserem Wertebild entscheiden und das Land gut durch die Krise bringen. Und deshalb ist es nicht egal, wie diese Wahl ausgeht. Wir werden kämpfen, ich werde kämpfen mit allem, was ich kann, dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird, dass wir die Chance haben, unsere Ideen von diesem modernen Deutschland umzusetzen. Dafür kämpfen wir, da werden wir alles geben, was wir können. Da werden wir auch die Unterschiede deutlich machen, die zu den anderen bestehen. Ja, Manfred nochmal hier, Armin. Du sprichst von Unterschieden. Welche Unterschiede meinst du denn da jetzt? Sind das die Unterschiede zwischen Arm und Reich, die CDU seit 16 Jahren befeuert und jetzt auch im neuen Parteiprogramm für die Bundestagswahl 2021 weiter nach vorne treibt? Oder welche Ungleichheiten besprechen wir hier? Ach, die Ungleichheiten? Ah, okay, never mind. Der redet so viel Mumpitz, ne? Es ist fundamental, wer regiert. Wir wollen regieren. Ihr seid Fundamentalistinnen, die dann regieren werden. Ja, darauf lasse ich mich ein. Aber es ist nicht fundamental, dass CDU regiert. Nicht, weil wir regieren wollen, weil wir Lust haben am Regieren, sondern weil wir regieren müssen, damit Deutschland einen guten Weg nimmt. Das ist mein Ziel und dafür treten wir an, mit aller Klarheit. Vielen Dank. Ich habe selten so einen Schwachsinn gehört. Ich habe wirklich selten so einen Schwachsinn gehört. Bitte nicht. Jetzt geht's ab, geht's. CDU Kaktus. Komisches Kabarett, ja, ja. Sehr, sehr komisches Kabarett. Dislike übrigens nicht, weil ich dislike grundsätzlich Welt-YouTube-Videos, ne? Keine Klicks für Axel Springer, aber in dem Fall geht's nicht anders und da muss ich aber ein Dislike dalassen, ne, aus moralischen Gründen.